einen Slalom gewinnen konnte. Maria Höfl-Riesch spätestens seit der Slalomleistung bei der Superkombi auch im ganz engen Favoritenkreis. Maria Pietele-Holmner, die Schwedin mit Startnummer 8, dann mit Nummer 9 Irene Cortoni. Mit Nummer 10 Michaela Kirchgasser. Was spricht für sie? Natürlich der Sieg hier im März des vergangenen Jahres beim Weltcup-Finale. Damals hat sie gewonnen vor Veronika Velesusolova und eben ihr. Mali Schild, beim Weltcup-Finale Dritte gewesen, steht heute vor einem hoffentlich erfolgreichen Comeback. Marie-Michelle Gagnon aus Kanada mit der Nummer 12, mit Nummer 13. Wendy Holdener, die junge Schweizerin, die immer stärker geworden ist im Laufe der Saison, erst 19 Jahre alt. Christina Geiger kommt dann mit Nummer 14. Ja, da ist vieles drin bei Christina Geiger, ein bisschen ein Überraschungspackerl, die Deutsche. Mit Nummer 15 dann Erin Milczynski. Auch sie hatte schon einen Weltcupsieg zu Buche stehen, hat in Ofterschwang in der vergangenen Saison gewonnen. Ja, wieder 139 Damen hier am Start. Das heißt, wieder ein Marathonrennen, das uns hier bevorsteht. Und wieder ein Rennen auch gegen die Zeit, was es, wenn es darauf ankommt, den zweiten Durchgang dann termingerecht hier über die Bühne zu bringen.